Wir ergänzen nun eine selbstgezeichnete Grafik. Wann immer wir auf dem Tablet etwas Handschriftliches tun, sollten wir einen speziellen Eingabestift verwenden. Wir tippen in der Werkzeugleiste auf den Stift-Button. Ein erneutes Antippen öffnet wieder ein Optionsmenü. Wir wählen die mittlere Linienstärke und schließen das Optionsmenü durch ein weiteres Antippen des Buttons. Um nicht aus Versehen bereits mit der Handfläche beim Auflegen ungewollt zu zeichnen, können wir eine Schutzfläche ins Bild ziehen. Im straffierten Bereich nimmt das Tablet keine Berührungen wahr. Wir können dort die Hand auflegen und unsere Grafik relativ groß auf den Bildschirm zeichnen. Mit den drei rechteckigen Buttons unten links können wir die Schriftfarbe verändern. Ein einmaliges Antippen wählt die angezeigte Farbe aus, ein erneutes Antippen öffnet ein Menü mit weiteren Farben. Wir wählen die Farbe Gelb und schließen das Optionsmenü durch ein erneutes Antippen des Farbbuttons. Wir ergänzen nun unsere Grafik. Ist man mit einem Teil der Grafik nicht zufrieden, kann man den Radiergummi-Button antippen und Teile der Grafik entfernen. Um unsere Grafik zu verschieben und zu verkleinern, tippen wir auf den Hand-Button. Es empfiehlt sich, den Stift aus der Hand zu legen und für diesen Fall nur die Finger zu benutzen. Sobald wir den Hand-Button ausgewählt haben, ist die Grafik ein zusammenhängendes Objekt und kann nicht mehr einzeln bearbeitet werden. Wir verschieben die Grafik an eine für uns passende Stelle. Wir entfernen die Schutzfläche, sodass wir wieder die gesamte Oberfläche des Tablets benutzen können. Wir möchten nun die Überschrift, die Linie und unsere Grafik an den oberen Rand des Bildschirms verschieben. Im Prinzip müssen wir diese drei Objekte jeweils einzeln verschieben. Oder wir können die drei Objekte gruppieren. Wir tippen dafür auf den Auswählen-Button. Tippen nacheinander die einzelnen Objekte an. Und tippen im eingeblendeten Menü auf Gruppieren. Ein Tippen auf den Bildschirm schließt das eingeblendete Menü und wechselt automatisch zum Hand-Button. Jetzt können wir, wie bereits gezeigt, alle drei Objekte als Ganzes vergrößern, verkleinern oder verschieben.